Ja, servus und hallo bei Ring 01. Heute war ich in der Stadt und ich glaube, das muss ich euch mal sagen. Wenn ihr auf Zeugen Jehovas im Trolley-Dienst trefft, dann werden die euch wahrscheinlich begrüßen. Ihr braucht dann gar nichts sagen. Ihr könnt zurückgrüßen, ihr könnt euch in ein Gespräch verwickeln, wenn ihr dazu Lust habt. Oder ihr könnt sagen, ihr habt einfach kein Interesse oder einfach weitergehen. Ja, da sind Zeugen Jehovas eigentlich gar nicht nervig. Jetzt bin ich durch die Stadt gegangen und schlimmer als Zeugen Jehovas, genau. Das sind die Kirchen. Bin durch die Stadt gegangen, habe so einen Stand von Parents for Future gehabt, die mich gefragt haben, ob ich denn nicht so eine Aktion unterschreiben möchte für den Klimanotstand meiner Stadt, damit der ausgesprochen wird. Grundsätzlich als Zeuge Jehovas oder generell auch als Mitbürger ist mir die Umwelt sehr, sehr wichtig, das Klima sehr, sehr wichtig. Und eigentlich möchte ich schon, dass die Menschen auch gerade bei ihren Entscheidungen auch mein Umfeld darauf Rücksicht nimmt. Aber wie gesagt, ich habe dann den Leuten im Vorbeigehen so erklärt, die waren dann recht nervig, anhänglich, sind mir nachgegangen. Ja, ich habe denen dann erklärt, dass ich eigentlich politisch neutral bin. Mir ist das Klima sehr, sehr wichtig. Ich habe ihnen dann auch entsprechende Bibeltexte vorgelesen. Aber ich habe ihnen auch klar gemacht, dass ich da jetzt nichts unterschreiben möchte. Warum nicht? Naja, zum Einmal ist Parents for Future eine politisch geprägte Organisation, die auch eben wie jetzt da auf dem Kirchengrundstück gestanden ist. Die ist mit der Kirche, mit der katholischen Kirche stark verbandelt. Und das ist eigentlich der Schizophrene daran, weil genau die Leute, die eigentlich hinter so einer Organisation stehen, hinter Parents for Future, hinter solchen Organisationen, die sagen einerseits im Kommunalen jetzt zum Beispiel, sie wollen was fürs Klima tun und so weiter. Andererseits sind es die größten Klimasünder. Ja, Kirchen sind nicht, wie zum Beispiel jetzt unsere Versammlung von Zeugen Jehovas, isoliert, werden oft aufwendig beheizt, heizen extrem viel, werden die ganze Nacht beleuchtet, was ein Riesenproblem für die Umwelt ist, für den Lichtschutz total schlimm ist, verbrauchen extrem viel Strom und sind auch politisch dahingehend tätig, dass zum Beispiel jetzt Kohlekraftwerke noch weiter betrieben werden können. Zwei Drittel aller Abgeordneten im Deutschen Bundestag sind Angehörige bzw. Lobbyisten der katholischen evangelischen Kirche. Und diese stimmen dann dafür im Parlament, dass Atomkraftwerke weiter betrieben werden, dass Kohlekraftwerke weiter betrieben werden, wollen sich aber bei den Menschen, bei ihren Anhängern, Kirchenanhängern, eben an das Bild vermitteln, indem sie sagen wir oder zumindest vorgeben, sie würden fürs Klima agieren. Und das ist halt einfach gar nicht so. Das muss man auch jetzt erstmal verstehen und ja, an sowas will ich mich nicht beteiligen, an so einer Scheinheiligkeit. Wenn man fürs Klima ist, dann muss man da auch was tun dafür. Da muss man zum Beispiel seine Fahrzeugflotte, auch die Kirche betreibt, nicht mit 7er BMWs ausstatten und den Steuerzahler dann damit belasten, sondern dann muss man sich halt zum Beispiel, wie wir es Zeugen Jehovas auch machen, dann muss man eine Fahrzeugflotte haben, die zum Beispiel, wenn man denn überhaupt eine braucht, die viel klimaneutraler ist, die viel sparsamer ist. Und das ist halt bei den anderen nicht der Fall. Also die brauchen halt wesentlich mehr. Und da fährt halt der Pfarrer auch zu politischen Terminen oder irgendwo, wo er mit dem Rad unterwegs ist. Oder der Bischof hat dann seinen Fahrer, hat seine Angestellten, hat seinen Fuhrpark. Ja, wo dann zum Teil Millionen Euro an Steuergeldern dafür draufgehen. Und auch nur deshalb so teuer, so verschwenderisch ist, um einfach auch ein gewisses Wohlstandsbild nach außen zu tragen. Ja, und diese Scheinheiligkeit, das will ich halt einfach nicht unterstützen. Lieber würde ich mich oder beteilige ich mich auch an Aktionen, wo einfach für den Klimaschutz wirklich was gemacht wird. Wo man dafür sorgt, dass zum Beispiel Verkehrsinseln begrünt werden oder städtische Grundstücke. Da beteilige ich mich freiwillig und sozial auch mit meinen Freunden, auch mit anderen Zeugen Jehovas dran. Ich beteilige mich auch an Müllsammelaktionen. Zum Beispiel, wenn jetzt wieder von McDonald's auf der Bundesstraße oder in der Stadt das ganze Zeug weggeworfen wird. Oder auch die Flyer von den Kirchen. Es ist ja so, dass die einmal im Jahr vor den Schulen stehen und dann wirklich unübertrieben tausende Flyer an
uninteressierte Schüler verteilen, die dann die Flyer auf die Straße werfen, direkt davor. Und die werden dann nicht von der Kirche weggeräumt, sondern die werden von den Zeugen Jehovas eingesammelt und entsorgt, also dass die wieder ins Recycling kommen und so weiter. Ja, daran beteilige ich mich. Auch, dass unsere Umwelt schön ausschaut. Und eben, ich wäre auch ein Fan davon, dass eben die Kirchen das halt genauso machen. Und nicht halt nur politisch oder in ihrer Kirche das Bild vermitteln, sie wären die Besten. Aber gleichzeitig, ja, zum Beispiel bei uns in der Stadt sind es jetzt 17 Kirchen, wo jede mehrere 100 oder 1000 Kilowattstunden allein an Strom verbraucht. Und allein Heizkosten hat von, ja, mein Kommentar zur Woche. Und zu den Aufregern in der Stadt. Servus und goodbye.